geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder einen neuen Tabak, den ich hier vorstelle, in einer neuen Perspektive, weil ich hier quasi genau vor dem Fenster sitze und das Licht da wesentlich besser ist als da hinten. Und zwar haben wir heute den Pinky Tinky von Start Now, meine Freunde. So sieht das Ganze aus hier, wieder schön die Abschreckbilder drauf, feiere ich aber auch nicht mehr in letzter Zeit. Ja, wir fangen an. 200 Gramm kosten um die, wie viel hat der gekostet? 13,90 Euro. Start Now typisch halt, kann man nichts gegen sagen, ganz normaler Preis. Was ich auf jeden Fall sagen kann, der Schnitt ist top, könnt ihr euch hier selber mal von überzeugen, also echt relativ fein das Ganze gehalten. Hotshot-mäßig echt gut geeignet vom Schnitt her. Molassentechnisch Feuchtigkeitsgrad-technisch gefällt mir das Ganze nicht so gut. Er ist meines Erachtens nach relativ trocken, kann man schon so sagen. Normalerweise, ich habe Start Now hier, die sind wesentlich feuchter, also da ist wesentlich mehr Molasse mit dabei. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Ich werde den jetzt gleich einfach mal rauchen. Das Ganze soll sein Limette Grapefruit Maracuja, soll so ein Tingeltangel-Nachmacher sein, weil sich ja in letzter Zeit eh alle Marken so ein bisschen an diesem Tabak hochziehen. Alle wollen ihn nachmachen, weil jeder ihn feiert. Und die Marken wollen natürlich irgendwie ihren Profit machen. Ne? Deswegen gibt es jetzt auch von Start Now so eine Nachmache. Das Ganze heißt, wie gesagt, Pinky Tinky. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Geruch. Ja, was ich auf jeden Fall riechen kann, ist, dass die Limette nicht so stark im Vordergrund ist wie beim Tingeltangel und auch nicht so sauer. Mir hat der Tingeltangel ja persönlich nicht so gut gefallen. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall auschecken. Hier riecht man auf jeden Fall eine nicht so säuerliche Limette, also ein bisschen süßer gehalten das Ganze und mehr mit Grapefruit im Vordergrund. Ich sag mal 50 Limette, 50 Grapefruit. Das hält so ein bisschen die Waage ungefähr. Maracuja rieche ich jetzt so ganz leicht im Hintergrund so. Quasi Limette und Grapefruit sind die beiden Schränke und Maracuja ist so der Storch, der so hinter den Schränken steht und so winkt so, hallo, hier bin ich, riech mich bitte. Ja, auf jeden Fall, so würde ich das jetzt beschreiben. Ja, Leute, Pfeife steht hier, ist noch nicht angeraucht. Das machen wir jetzt schnell und dann kommen wir mal zum Rauch und Geschmack. So Leute, das Ganze ist jetzt angeraucht, einigermaßen. Ich würde sagen, wir fangen mal an und gucken mal, was das Ding so hergibt. Ja Leute, also wie gesagt, ich finde halt den Tabak ein bisschen zu trocken. Deswegen gehe ich mal jetzt auch davon aus, dass nicht so viel Rauch rauskommt wie bei einem Social Smoke oder sowas. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass trotz, dass relativ wenig Molasse dabei ist, er trotzdem ganz gut raucht, finde ich. Zum Geschmack, Freunde. Man sieht auch, der Rauch ist nicht so dicht. Geschmacklich kann man auf jeden Fall sagen, man schmeckt echt, wie man es riecht. Im Vordergrund Grapefruit Limette. Maracuja schmecke ich jetzt gar nicht raus, muss man echt sagen. Also die Maracuja, man riecht die so ein bisschen, aber wenn man es raucht, verschwindet es echt einfach so im Wind quasi. ich würde sagen, das ist ein guter Limetten-Grapefruit-Tabak. Nicht zu sauer. Ein bisschen was Bitteres im Nachgeschmack. Finde ich aber jetzt nicht schlimm, finde ich eigentlich ganz geil. Und was man auf jeden Fall dazu sagen muss, was mich auch beim Tingeltangel sehr gestört hat, ist, dass man hier so eine leichte Eis-Mentholnote noch hat beim Einziehen, dass das ein bisschen frisch ist im Hals, geht ein bisschen in den Kehlkopf rein, nicht zu viel, genau perfekt. Finde ich, muss man meines Erachtens immer haben beim Rauchen. Ich mag es nicht, wenn so süße Scheiße da drin ist und man einfach nur warmen Rauch in Anführungsstrichen raucht. Das finde ich halt echt nicht so geil. Ja Leute, was ist sonst zu dem Tabak noch zu sagen? Also ich finde,
Das ist einer vom Nikotinflash her mit einer der stärksten Tabake, Mehrzahl von Tabak, der stärksten Tabake, die ich bis jetzt geraucht habe. Also wenn man den alleine anraucht und da dran zieht wie so ein Esel am Anfang und danach aufsteht, dann fühlt man sich ungefähr, als ob man, keine Ahnung, 10 Joints auf einmal geraucht hat oder so. Nee, also man ist schon ganz schön geflasht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Nikotin drin oder so, keine Ahnung. Der ballert einen auf jeden Fall schon ganz gut weg im Kopf. Ansonsten würde ich sagen, das ist eine echt gute Alternative zum Tingeltangel. Falls ihr den Tingeltangel auch nicht so feiert wie ich, probiert echt mal den Pinky Tinky aus von Start Now. Ist nicht zu sauer, ist nicht zu süß. Man hat noch eine sehr leichte Mentholnote im Hintergrund dabei, wenn man einzieht. Finde ich sehr korrekt auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall sehr entspannt mal rauchen als Abwechslung. Ja Leute, und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich euch weiterhelfen konnte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre auch chillig, würde ich mich sehr freuen. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr den Tabak schon mal getestet habt, was ihr davon haltet, gerade in Bezug auf Tingeltangel, welcher Tabak besser ist. Ich finde den besser, aber Geschmäcker sind verschieden, jeder hat da eine andere Sichtweise. Und ja, was ich noch sagen wollte, im letzten Video habe ich gezeigt, wie man seine Pfeife nicht mehr so mühselig anrauchen muss, wie man es immer macht, mit so einem kleinen Gadget hier. Habe ich im letzten Video erklärt, was das ist, wo ich das her habe. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr keinen Bock habt, immer anzurauchen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!